Für unsere Herzoginnenkartoffeln benötigen wir folgende Hauptzutaten. 6 mittelgroße Kartoffeln, 3 Eier, eine Muskatnuss und eine halbe Tasse Milch. Unsere restlichen Hauptzutaten sind 2 Entrecôtes, ein paar bunte Möhrchen, die haben wir jetzt schon geschält und halbiert, 2 Schalotten kleingeschnitten, eine Dose eingelegte Steinpilze, die haben wir jetzt auch kleingeschnitten, der Sud von den Steinpilzen, frische Thymianzweige, 125 Gramm Butter, ein Esslöffel Petersilie und ein Esslöffel frischer Thymian, der Saft einer halben Zitrone und 125 Milliliter Portwein. Zunächst kochen wir die Kartoffeln in Salzwasser ca. 30 bis 45 Minuten. Nachdem die Kartoffeln fertig gekocht wurden, haben wir die geschält und abkühlen lassen natürlich und ein bisschen kleiner gemacht. Und jetzt drehen wir die hier durch den Fleischwolf. Die Masse, die Kartoffelmasse geben wir jetzt hier in eine Schüssel. Würzen das dann mit Salz, der frischen Muskatnuss. Geben die 2 Eier dazu. Und jetzt wird das Ganze untergemengt. Die durchgemengte Kartoffelmasse habe ich jetzt hier in so einen Spritzbeutel reingepackt. Und dann wird das Ganze hier durchgepresst und dann versuchen sie diese Häubchen zu machen. So. Das dritte Ei habe ich jetzt hier in eine Glasschüssel aufgeschlagen. Dann gebe ich die Milch noch dazu. Und dann verrühre ich das mit einer Gabel, also verquirle es. Und jetzt bestreiche ich die Herzoginnenkartoffeln, die wir hier auf das Backblech gespritzt haben, mit der Eiermilchmischung. Unsere Herzoginnenkartoffeln wandern jetzt bei 200 Grad für ca. 20 Minuten in den Ofen. Weiter geht's mit unserer Marinade für die Möhrchen. Dafür gebe ich jetzt 2 Esslöffel Olivenöl in eine Schüssel, 1 Esslöffel Zitronensaft, 3 Esslöffel Honig kommen noch dazu. Dann würze ich noch mit Salz und Pfeffer und verrühre das Ganze. Die Möhrchen verteile ich jetzt hier in so einer Auflaufform. Gebe diese Marinade dazu. Dann kommen noch die Thymianzweige dazu. Dann wandern die Möhrchen für ca. 30 Minuten in den Ofen und werden schön geschmort. Bei 200 Grad. Nun bereiten wir unsere Steinpilz-Portweinbutter vor. Dafür habe ich etwas Olivenöl in einen kleinen Topf gegeben und erwärme dies jetzt. Die Schalotten gebe ich dann zu dem Olivenöl dazu und spitze diese an. Nach dem Anspitzen gebe ich die Steinpilze dazu, lösche mit Portwein ab, gebe dann noch den Steinpilzsud dazu und dann wird das Ganze eingekocht. Wenn die Flüssigkeit komplett verdampft ist, dann ein bisschen abkühlen lassen, vielleicht auch in ein Wasserbad geben, damit es schneller geht. Weiter geht's mit unserer Butter. Dafür gebe ich jetzt hier unsere Butter in eine Schüssel. Dann das abgekühlte, eingekochte Steinpilz-Portwein-Gemisch. Die frische Petersilie und der frische Thymian kommen noch dazu. Es wird noch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Und dann zerstampfen wir die Butter mit der Gabel und vermischen das Ganze gut. Die Butter stellen wir jetzt wieder im Kühlschrank kühl, so ca. 30 Minuten. Jetzt habe ich noch etwas Öl in die Pfanne gegeben und erhitze dieses. Ist das Öl heiß genug, gebe ich die Entrecôtes da rein und dann werden die von beiden Seiten ca. 3 Minuten scharf angebraten.